mit diesem Hamburger Weg der Entscheidung hat sich der Hamburger Senat, die rot-grüne Landesregierung, erstmal ein bisschen Luft verschafft und hat im Prinzip die prekäre Situation von vielen Menschen, die geflohen sind und hier in Hamburg und Deutschland sind, damit verschleiert und vertuscht. War es am Anfang noch so, dass wir als Arrivati-Organisation, als Netzwerk, selbst solidarischen Ärzten und Menschen erklären mussten, dass das, was allgemein durch die Gesellschaft raunte, Ukraine-Krieg und allen Menschen wird geholfen, tatsächlich nicht so ist, dass die rassistische Diskriminierung von Drittstaatsangehörigen gelebte Praxis in Hamburg und Deutschland ist. So hat diese Entscheidung für den Hamburger Weg den Eindruck erweckt, als würden hier tatsächlich Möglichkeiten eröffnet werden, die Chancen für Menschen bieten, die Hochschulstudien absolvieren oder absolviert haben und die eine hohe Qualifikation haben, die viele Ressourcen und Fähigkeiten mitbringen, in vielen Feldern, wo Deutschland andererseits händeringend sucht, sei es in der Medizin, sei es in der Pflege, sei es im IT-Bereich. Und hier wird aus sinnlosen, systematischen, strukturierten, ich kann nicht anders, Rassismus, wir haben die Leute abgeschoben oder sollen abgeschoben werden. Und mittlerweile geht Hamburg so weit, dass man den Leuten Grenzübertrittsbescheinigungen ausstellt, die schon vor dem eigentlichen Fristablauf Ende August datiert sind und die darüber hinaus auch die Möglichkeiten dieser Menschen juristisch dagegen vorzugehen. Da gibt es Fristen von einem Monat, die werden rigoros zusammengestrichen auf 2 Wochen. Sie werden also erneut in ihren Rechten beschnitten, um sie möglichst bald los zu sein.